position. Okay, meine Lieben, ganz lustig. Eigentlich wollte ich dieses Video morgen in Ruhe aufnehmen und so, aber ich war gerade auf dem Balkon draußen und habe mich gebräunt und jetzt bin ich irgendwie so positiv und ich habe mir hier so meinen tollen Sommerspritzer gemacht, was eigentlich nur ein bisschen Weißwein, Soda und Johannisbeersirup ist mit Eis und oh mein Gott, mir geht's gerade richtig gut tatsächlich. Ich habe euch gefragt, weil ich es immer wieder unter meinen Videos lese, ganz, ganz, ganz viele Fragen zu meinem Beruf. Vor Corona, Präapokalypse. Und deshalb habe ich auf Instagram nochmal gefragt, okay gut, wenn ich jetzt so ein Video drehe, also so ein Q&A über meinen Beruf als Tänzerin, was wären eure Fragen? Und ja, ihr hattet einige Fragen und die habe ich jetzt so ganz schick auf so kleinen Zetteln geschrieben. Ja, das war ein Nutella-Glas. Ich würde sagen, let's start! Bevor ich anfange mit dem ganzen Ding, ganz kurz die Eckdaten. Ich habe zeitgenössischen und klassischen Tanz studiert. Will heißen, da gehören dazu alle ballettbasierenden Tanzarten. Sag ich jetzt mal ganz grob gesagt, das ist sehr umgangssprachlich formuliert, aber damit wir alle auf einer Verständnisebene sind. Ich bin kein urbaner Tänzer, also ganze Urban Dance Styles wie Hip-Hop und solche Sachen tue ich nicht. Das Studium dauert 4 Jahre und ich war an der Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien. Das hat damals noch Konservatorium Wien geheißen, inzwischen heißt es anders. Das hat 4 Jahre gedauert, ist ein Bachelor. Das habe ich gemacht zwischen 18 und 22 und habe mich dann mit 22 gleich selbstständig gemeldet. Bin jetzt 27, also seitdem ich 22 bin, bin ich selbstständig als Bühnentänzerin unterwegs. Kleiner Disclaimer aus dem Schnitt, oh mein Gott. Okay, egal. Ich wollte einfach nur kurz sagen, dass dieser Weg und diese Antworten, die ich gerade präsentiere, das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Meinung. Es kann wirklich sein, dass jemand den exakt selben Ausbildungsweg wie ich gegangen ist und eine komplett andere Karriere hatte, quasi einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat und viele Dinge auch anders macht wie ich. Ich wollte das nur ganz kurz sagen, dass es einfach meine persönliche Erfahrung ist und dass die Tanzwelt eine wahnsinnig diverse Welt ist mit wahnsinnig diversen Wegen und Möglichkeiten. Hattest du auch andere Berufswünsche? Netter Beginn. Ja, ganz früher wollte ich immer Tierarzt werden, aber ich hatte das Gefühl, das wollte jeder in meinem Dorf. Ich wollte da zeitlang unbedingt Storyboard-Zeichner werden, wollte in die Filmbranche gehen, in die Animationsbranche, wollte mal Bücher schreiben. Tatsächlich wollte ich immer sehr eher kreative Sachen, sag jetzt mal. Ich hatte jetzt nie so einen sehr, sag jetzt mal, traditionellen Berufswunsch. Und dann, seitdem das Tanzen auf dem Plan war, war es nur noch das. Hast du schon mal was Normales gemacht, beruflich? Ja, tatsächlich habe ich mal ein paar Wochen in einer Softwarefirma gearbeitet im Vertrieb. Das habe ich mal. Und ich habe einmal in der Gastro habe ich einmal gearbeitet, tatsächlich. Aber nicht lang. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe deutsche Philologie im Bachelor studiert und das auch abgeschlossen. Und ich habe die Unternehmerprüfung der Wirtschaftskammer gemacht. Hast du Abi? Ja, ich habe ganz normal meine Schule gemacht, also mein Gym, habe Abitur bzw. Matura. Hast du Existenzängste? Also beziehungsweise bist du unsicher, weil du eben kein stabiles Einkommen hast? Das haben tatsächlich wahnsinnig viele geschrieben. Und tatsächlich, jetzt mal abseits von Corona, hatte ich nie Existenzängste. Also natürlich, manchmal hast du schon so ein bisschen so ein ungutes Gefühl oder du weißt nicht, oh je, wie geht sich das alles aus? Aber tatsächlich hatte ich das nie. Und ich habe mich ja nie unsicher gefühlt, weil ich kein stabiles Einkommen hatte. Nie. Meine Eltern sind auch selbstständig, also es ist für mich normal, dass es an manchen Monaten besser läuft und an manchen Monaten schlechter. Ich bin so aufgewachsen. Für mich war das alles so selbstverständlich und dass man halt von der Hand in den Mund auch ein bisschen lebt. So, wenn du Tänzer bist oder halt als Künstler arbeitest, jeder in deinem Umkreis hat dieselben Struggles. Also da bist du dann nicht abnormal oder sowas, sondern jeder macht es so. Und dann glaube ich, es ist tatsächlich nicht so tragisch. Ich meine, ich verstehe das, wenn man sein ganzes Leben lang ein sicheres Einkommen hatte oder so aufgewachsen ist, dass einem das dann ein bisschen Angst macht oder so. Aber für mich war das tatsächlich nie eine Überlegung, warum ich es nicht machen sollte. Also das war nie ein Problem für mich, dass ich da eben eventuell kein gesichertes Einkommen und kein stabiles Einkommen habe. Next! Ah ja, kann man davon leben? Die Classic-Frage. Und ich meine, die kriege ich so oft.
Und die kriege ich ja in die Clubs und überall, egal wo ich bin und ich sage, ich bin Tänzerin, kommt diese Frage als erstes. Ja, man kann davon leben. Die Frage ist wie. Ich würde jetzt mal sagen, der Durchschnittstänzer verdient jetzt nicht sonderlich viel. Man konnte es aber auch nicht an einem Nettoeinkommen oder sowas festmachen, weil das haben auch viele gefragt. Und selbst wenn ich es euch geben würde, die Zahl, ich habe eigentlich keine Angst vor Zahlen, aber ich könnte es nicht, weil es eben so unterschiedlich ist. Vor allem, weil du eben als Selbstständiger überhaupt kein Nettoeinkommen hast. Generell nicht. Aber man kann davon leben. Ich lebe davon ganz gut. Aber ich bin 27 und lebe in einer WG. Ich glaube, das sollte schon jetzt mal viel aussagen, denke ich mal. Und ich finde es übrigens nicht schlimm. Also das finde ich absolut legitim. Mhm. Wie gehst du mit dem Druck um, immer dir neue Jobs suchen zu müssen? Das ist genau das gleiche wie mit diesem Existenzding, dass ich das ja schon so gewohnt bin, dass ich ständig neue Jobs suche. Also für mich ist das ein immer wiederkehrender, ganz normaler Arbeitsprozess, dass ich immer nach neuen Jobs schaue. So wie manche Leute ihre E-Mails checken, checke ich halt nach neuen Jobs. Oder habe immer die Ohren offen und so. Man kriegt dann auch immer so ein Auge, ein bisschen und so ein Gespür. Und das ist halt immer da. Das ist bei mir kein To-Do auf einer Liste. So, boah, du musst jetzt einen neuen Job suchen, dauernd, weil dann wäre ich ja irre irgendwann mit der Zeit. Man muss dazu nur sagen, dass das Konstrukt Arbeitslosigkeit für mich nicht wirklich existiert. Also selbst wenn ich auf Papier jetzt für 2 Wochen arbeitslos wäre, weil ich in den 2 Wochen keinen Job habe, tue ich ja weiter trainieren und mache selbstständige Sachen im Sinne von, dass ich Rechnungen schreibe, meine Spesen, Auflistung mache. Will heißen, ich fühle mich nicht arbeitslos, wenn ich eigentlich gerade auf Papier 2 Wochen arbeitslos wäre. Und ich glaube, das ist eine nicht zu unterschätzende Mindsache auf jeden Fall. Okay, bist du bei einer Agentur? Wie bekommst du Aufträge? Ich bin in ein paar Agenturen, aber diese Agenturen sind eher auf Events spezialisiert. Also da geht es eher so um Jobs, die quasi nur einen Tag lang sind. Also natürlich gibt es Proben davor, aber der Auftritt selber ist an einem Tag. XY um so viel Uhr und dann wird das gemacht und dann gehst du wieder so auf den Dreh. Aber was so längere Jobs so geht, also im Theater und sowas, bin ich in keiner Agentur. Es gibt eigentlich auch nicht wirklich Tänzeragenturen, die das machen. Ich weiß, dass es in anderen Sparten anders ist und dass es da durchaus Agenturen gibt. Also ich habe sehr viele Opernsänger als Freunde, die sind alle in Agenturen. Da werden die Agenturen auch die Jobs suchen, die Vorsingen suchen zum Teil, beziehungsweise das sind dann auch private Vorsingen und da verhandelt dann die Agentur und streicht sich dann dementsprechend auch was ab von der Gage. Und das rentiert sich danach für die Agentur. Bei Tänzern tut es das nicht. Also bei reinen Tänzern, bei Musical-Darstellern ist das glaube ich wieder was anderes, aber bei reinen Tänzern, ich kenne eigentlich fast niemanden, der über eine Agentur. Nee, so ad hoc kenne ich niemanden mehr. Dass andere Kunstsparten mehr von Agenturen vertreten werden, hat nicht unbedingt auch immer was mit Geld zu tun, natürlich. Es hat auch was damit zu tun, dass andere Kunstsparten die Besetzung komplett anders abläuft wie bei Tänzern. Für ein Stück brauchst du, keine Ahnung, den Tenor und der muss das und das können. Und der trägt das ganze Stück durch, während bei Tänzern in der freischaffenden Szene heute oder in der Gastvertragsszene bist du ja eher ein Teil einer Masse quasi. Natürlich brauchst du einen gewissen Typ, aber das ist nicht so klar definiert wie zum Beispiel bei Sängern, Schauspielern oder Musical-Darstellern. Will heißen, das ist einfach eine ganz andere Ausgangssituation und dementsprechend ist Agenturarbeit auch komplett anders. Also von dem her suchst du dir die meisten selber. Natürlich kannst du dir übers Internet Auditions suchen. Aber man muss natürlich dann auch bedenken, wenn du sie findest, findet sie jeder. Also dementsprechend ist da halt so viel Konkurrenz da, dass du da zum Teil nicht einmal eingeladen wärst. Weil ja quasi alle Tänzer in Europa da ihren CV hinschicken. Du brauchst ein bisschen Glück manchmal auch, weil manchmal gibt es so Sachen, die dann nur auf der Seite von dem Theater selber ausgeschrieben werden und es verlinkt es jemand auf Facebook und du siehst es zufällig und so. Also sowas gibt es natürlich auch. Dann sind es quasi weniger Leute, dann hast du natürlich auch weniger Konkurrenz. Oder natürlich gibt es auch private Audition, da wo du quasi nur von jemandem da fragst, hey, das Theater XY sucht Tänzer, sie wollen aber keine Audition ausschreiben. Oder es gibt zum Beispiel Choreografen, die zum Beispiel für Theater XY eine Produktion machen und die schreiben dann Leute um, mit denen sie schon mal gearbeitet haben. Also meine lustigste Geschichte eigentlich, wie ich mal an einen Job gekommen bin, war, dass ich eigentlich mit Freunden zu einer Vorstellung von einem Kollegen gegangen bin am Abend. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, weil ich super müde war und dann sind wir trotzdem hingegangen. Und dann kam eine
eine Choreografin auf mich zu, die kannte ich nur vom Sehen her, die hat in derselben Uni wie ich studiert, aber viele Jahrgänge über mir und die habe ich nur mal so im Gang gesehen und sie, glaube ich, mich auch nur im Gang, beziehungsweise sie hat einmal in einen Saal reingeschaut, wo ich getanzt habe oder so und die hat mich wiedererkannt und ich habe sie auch wiedererkannt, also dass wir beide auf derselben Uni waren, haben halt dann einen kurzen Smalltalk gehalten, kurz bevor dieses Stück losgegangen ist und sie hat lustigerweise gerade ein Stück gemacht, wo ihr Tänzer an dem Tag quasi abgesagt hat, weil er sich verletzt hatte. Und ich war halt zufällig da, wir haben zufällig miteinander geredet und sie wusste quasi, dass ich dieselbe Ausbildung gemacht habe wie sie und dementsprechend auch dasselbe Bewegungsmaterial inne habe. Und dann hat sie mich einfach gefragt, hey, willst du da einspringen? Mir ist halt der Tänzer quasi abgesprungen, wie wär's? Und ich so, okay. Und am nächsten Tag war ich in der Probe und ich hatte einen neuen Job. Also es war wirklich drück. Und sowas passiert natürlich auch. Ja, deshalb sage ich ja, Networking ist super wichtig. Also super wichtig, sich einfach in die Szene reinzubringen, wo ihr auch immer seid. Und einfach, dass sich die Leute kennen gegenseitig. Ja, es ist ja genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Kollegin davor, hey, wir haben dieses Stück, brauchen nur einen Typen oder so. Natürlich durch den meine natürlich Freunde, aber Kollegen, die ich sehr bewundere oder die ich cool finde, da vorschlagen und so. Also es ist auch ganz früh eben über dieses Empfehlungssystem. Okay, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf diese Frage. Let's do. The next one. Oh ja, diese Frage kam auch öfters. Wann hast du zu tanzen begonnen, aka wie lange tanzt du schon? Ja, das ist nach, kannst du vom Tanzen leben, kann man davon leben, wie viel verdient man da, ist das meistens die zweithäufigste Frage. Eigentlich gar nicht so lang, so 11 Jahre jetzt. Ich sage euch mal ganz kurz was, die Dauer von jemandem, wie lange er tanzt, sagt nichts über seine Fähigkeit aus. Und das kann zusammenhängen, muss es aber nicht. Also ich bin halt jemand, der sehr spät angefangen hat und da musste ich mich oft rechtfertigen, wenn mich Leute gefragt haben, und wie lange tanzt du schon? Und ich so 3 Jahre. Und dann waren alle so, ah, okay. Und das hat mich damals schon sehr hart getroffen immer, dass du quasi auf einmal degradiert worden bist, nur weil du noch nicht so lang tanzt. Das ist natürlich nicht bei allen Tanzarten so. Wenn ihr wirklich ins klassische Ballett geht und an am klassischen Haus tanzen wollt, dann ist definitiv da eine Altersbeschränkung da und dann sollte man definitiv schon in jungen Jahren zum Tanzen angefangen haben und mit 16 schon fast am Peak sein seiner Leistung, sag ich jetzt mal, damit du dann mit 18 im Ensemble starten kannst. Und ganz kurz nur 2 Worte dazu, wie ich zum Tanzen gekommen bin, in Kurzfassung. Es war eigentlich so, dass ich immer sehr musikalisch aufgewachsen bin. Ich habe im Chor gesungen etc. Und irgendwann, wie ich so 14 war, wurde der Chor eingeladen, also der Kinderchor eingeladen, bei einem Musical mitzumachen, weil dieses Musical hat unbedingt einen Kinderchor gebraucht für eine Szene. Und dann wollte der Regisseur, dass ein paar Kinder tanzen. Und meine Chorleiterin meinte, ja, die Kathi, die kann das. Und ich selber war so, oh, nee, bitte, nee, ich habe mich noch nie bewegt auf der Bühne, so auf den Dreh. Und diese paar Achter-Choreografie zu lernen, waren das Geiste meines Lebens. Und ja, und so habe ich dann entdeckt, dass mir Tanzen so viel mehr Spaß macht, wie musizieren auf Instrumenten und zu singen. Und dementsprechend hat mich dann meine Mutter tatsächlich gezwungen, mal zum Tanzen zu gehen. Und so habe ich dann angefangen zu tanzen mit 15, 16. Also mit 16 habe ich dann wirklich regelmäßig getanzt und mit 18 habe ich dann studiert. Gibst du Workshops? Workshops gebe ich, ja, zurzeit natürlich nicht, aber ich freue mich, wenn ich sie wieder machen kann. Oh, super Frage. Wie ernst wird man als Künstler genommen? Gibt's Vorurteile? Beziehungsweise was war das Schlimmste? Ich lieb's Ur, weil ich finde, man wird eigentlich leider nicht ernst genommen. Es ist halt wirklich so, ich kann's euch gar nicht sagen, wie schwer es ist, als Tänzer einen Mietvertrag zu bekommen für eine Wohnung. Es ist so heavy. Wenn du schon sagst, du bist selbstständig, ja, dann flippen alle Vermieter schon aus. Dann sind alle so, selbstständig, ha. Weil die wollen halt dann deine Lohnzettel haben, deine Nettoeinkommen. Und du sagst, ja, das kann ich nicht liefern, weil ich bin selbstständig. Und sie können meinen Einkommensteuerbescheid sehen. Und alle so, ei, als ob du die Pest hättest oder sowas. Es ist richtig schlimm. Und wenn du dann nur sagst, on top, ja, the cherry on top. Ah ja, apropos, ich bin in der Kunst selbstständig, ich bin Tänzer. Oh Gott, ja, die meisten lachen sich dann nur noch an. Es ist wirklich so, wo ich seit fast schon Jahrzehnten von meinen Eltern unabhängig bin, musste ich von meinen Eltern eine Bürgschaft daherbringen, weil ich sonst diese fucking Wohnung nicht bekommen hätte. Weil mir einfach niemand das abkauft, dass ich mein Leben selber
in der Hand habe und selber unter Kontrolle. Und das nervt so dermaßen. Ich habe, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um eine Kreditkarte zu bekommen. Das war insane. Also, wie schon allein, wie ich da zu den Beratungsgesprächen gekommen bin, wie viele Menschen ich, also wo ich da weitergeleitet wurde an so 1000 Milliarden Stationen, damit ich eine beschissene Kreditkarte kriege. Und dann, ich musste so oft wieder zurück in die Bank und wieder her und wieder da. Ich musste 10.000 Sachen nachreichen und dann so ein Gutachten von meinem Finanzdings da bringen, wie schnell ich was ans Finanzamt überweise, damit meine Glaubwürdigkeit quasi unterstrichen wird. Und für jemand, der angestellt ist, muss quasi nur seinen Kontoauszug herzeigen oder seinen Lohnzettel, seinen letzten, und er kriegt eine Kreditkarte. Ich habe Kolleginnen, die studieren noch, die verdienen überhaupt nichts und haben so eine Kreditkarte gekriegt, eine Studentenkreditkarte mit so einem fetten Rahmen. Ich habe einfach so lange für diese Kreditkarte gekämpft und musste quasi mein ganzes Leben offenlegen. Einfachste Behördengänge wären zur Farce, wenn du deinen Job auspackst. Es ist wirklich anstrengend und ich hatte zum Beispiel auch Urangst, wie ich meinen ersten Steuerberatertermin hatte, dass er mich für total irre erklärt. Aber ich muss sagen, ich habe einen ganz tollen Steuerberater, der mich von Anfang an für voll genommen hat und das fand ich richtig, richtig cool. Also da war definitiv mein Vorurteil vorher da, weil ich mir dachte, alle sind so, aber sie sind nicht alle so. Aber leider bekomme ich das sehr oft zu hören, wie ich nur im Dating-Game war, wie ich noch jung und spritzig war, wie ich in den ganzen Clubs unterwegs war und so Smalltalk und du bist eh, wenn man dann so irgendwo so steht man an der Bar und danced ein bisschen. Und dann kommt halt so, Typ her, so, hey, ja, wer bist du hier, Kathi? Und ja, okay, Max. Mir heißen irgendwie alle Max in meinen Storys, egal. Und dann sag ich so, und dann erst so, und was studierst du? Standardfrage. Und damals habe ich ja noch studiert. Und da war ich so, ja, ich studiere Tanz. Und entweder es kam irgendein dirty Spruch so von wegen so, oh, dann bist du ja super flexibel und kannst du mal einen Spagat piep, 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 piep machen. Oder sowas wie, oh, an der Stange oder was. Also irgendwas, sag jetzt mal, ein Kommentar, der sehr platziert ist, sag jetzt mal, in eine gewisse Richtung. Oder es kam sowas wie, aha, das kann man studieren, oh mein Gott, machst du auch noch was Vernünftiges. Und das war halt immer so, es war zum Teil so schlimm, dass ich beim Fortgehen gelogen habe und einfach erfunden habe. Also wenn ich zum Beispiel auf einer Studentenfeier für Medizinstudenten war, habe ich dann einfach erfunden, dass ich auch Medizin studiere und gerade diese Prüfung gemacht habe, weil mir das Gespräch einfach zuwider war. Was ich dann immer machen musste, wenn ich meinen Job gesagt habe. Es nervt mich bis heute noch, wenn ich auf irgendwelchen schicken Veranstaltungen bin mit Menschen, die einen normalen Job haben und es kommt dann das Gespräch irgendwann, was tun sie eigentlich beruflich. Es ist für mich immer noch ein scheiß Thema. Ich sage dann meistens immer nur so kurz und knapp, ich bin selbstständig, fertig. Aber natürlich fragen dann die Leute nur auch, in welcher Branche und bla bla bla. Und dann irgendwann kommt es halt dann raus. Es kommt raus, wie das klingt. Es kommt raus, ich bin Tänzer, Gott, auf den Scheiterhaufen. Na, eh nicht. Aber es ist so, es klingt vielleicht so doof, weil Leute, die sich dafür begeistern, die denken sich, wow, wie cool, du bist Tänzerin und so. Aber das tun viele Leute nicht. Und da ist es dann nur, und wie oft ich solche Kommentare wie Sozialschmarotzer und sowas bekommen habe. Aber ja, ist okay. Passiert. Next! Gottes Willen, ich muss ein bisschen schneller machen, sonst haben wir übermorgen noch da. Freunde, Familie, Kinder. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Also ich habe keine Kinder. Punkt 1. Schon mal abgehakt. Gut, Freunde, Familie. Ja, okay, meine Familie sehe ich sehr selten. Aber das ist für die okay, glaube ich. Und Freunde ist halt auch so, mein fast gesamter Freundeskreis ist auch in der Kunst. Will heißen, die haben genau dieselben Struggles, die sind genauso viel unterwegs wie ich. Da ist es auch normal, also das ist jetzt nicht so, du wärst nicht komisch angeschaut, wenn du 3 Monate nicht da bist. Du musst halt einfach damit klarkommen, quasi, dass du nicht immer deine Freunde um dich hast, dass sie irgendwo sind. Aber dadurch, dass es uns allen so geht, glaube ich, wärst du auch innerhalb der Produktion, das glaube ich, habe ich schon mal erzählt in einem Video, dass du innerhalb von der Produktion gleich mal super nah wärst. Du lässt die Leute voll nah an dich ran, quasi emotional. Gleich mal, weil du eben ja ständig irgendwo fremd bist und du brauchst halt auch Leid. Wir sind Menschen, wir brauchen Leid, mit denen wir gut klarkommen, mit denen wir über unsere Gefühle reden können, über unsere Ängste und so. Und dementsprechend schließt man, glaube ich, Freundschaften viel, viel schneller in unserem Beruf. Und dementsprechend fühlt man sich dann auch nicht alleine, weil man dann gleich mal wieder einen Freundeskreis da hat und einen Freundeskreis. Das ist gut. Ich wollte die Frage unbedingt mit reinbringen. Wird man tatsächlich für jeden Auftritt bezahlt? Das ist so lieb, so tatsächlich. Aber das finde ich immer so lustig, wenn Leute so schockiert sind. Was, ihr werdet wirklich bezahlt fürs Tanzen? Es ist dein Job. Der wird vergütet. Punkt. Okay, also wie gehst du mit dem Druck nach dem perfekten Körper um? Oh mein Gott, ja, über das Thema könnte man ein eigenes Video machen, theoretisch.
Ich glaube, ich bin in meiner Vergangenheit, bin ich manchmal besser damit umgegangen und manchmal schlechter. Jetzt gerade bin ich eigentlich in a good place, einigermaßen. Nicht immer, aber immer öfter. Und wie ich jünger war, also vor allem so 19, 20, da ging's, also da war das ganz, ganz schlimm für mich, weil ich den perfekten Körper fürs Tanzen einfach nicht hatte zu dem Zeitpunkt und ich wusste auch nicht, ich konnte ihn einfach nicht bekommen. Egal, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich runtergehungert, aber dann doch nicht und ich hatte Fressattacken und dann wieder nicht. Also ich hatte auch meine gehörige Portion Problems mit Essen, wie glaube ich fast alle in meiner Branche das irgendwann einmal hatten. Manche mehr, manche weniger. Ich hab sehr viele Jahre gebraucht, um mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Was vielleicht für manche total blöd klingt, weil mir durchaus bewusst ist, dass ich für die Allgemeinheit einen sehr guten Körper habe. Das klingt total bescheuert. Aber ihr wisst, wie ich meine, oder? Also das ist einfach... dass mir durchaus bewusst ist, wenn ich zu einem normalen Menschen sage, in einem normalen Job, oh mein Gott, ich bin so unzufrieden mit meinem Körper, dass mir der dann einen Vogel zeigt. So. Aber das Problem ist halt, dass das beim Tanzen auf einer ganz anderen Ebene liegt quasi und ich hatte meine ärgsten Struggles. Und es ist so, an manchen Wochen, auch jetzt nur, ich schaue in den Spiegel und mir geht's scheiße. Und es ist sehr schwer, das zu beschreiben, warum. Weil ich könnte halt einfach immer noch mehr in das Ideal reingehen. Ich weiß, dass ich nur lange nicht da bin und dass ich es vielleicht dann nie erreichen werde, weil ich dann einfach zu früh von mir weggehen müsste. Jetzt gerade bin ich einigermaßen zufrieden. Oh Gott, das klingt um Gottes Willen. Aber es ist halt wirklich dieses Körperbild, was dir eingeprügelt wird schon ganz früh. Selbst wenn es jetzt besser wird in der letzten Zeit. In den letzten Jahren ist halt unweigerlich da und natürlich beeinflusst ist. Und ich glaube, dass jeder sich damit identifizieren kann, dass man das Gefühl hat, man entspricht einem gewissen Wunschbild nicht. Und das gibt es natürlich auch beim Tanzen. Und das ist was, dann, ja, wie gesagt, es ist auch ein Prozess. Es geht mir jetzt schon viel besser wie früher damit. Also, bin da definitiv auf einem guten Weg. Aber ja, das lässt mich auch nicht kalt, sag jetzt mal. Ah ja, was machst du danach? Wann ist man zu alt fürs Tanzen? Es gibt keinen fixen Alterspunkt, wo man sagt, okay, ab dem Zeitpunkt runter von der Bühne, puff. Aber wenn wir jetzt mal von der Regel sprechen, vom Durchschnitt, würde ich einfach sagen, dass es mit 30 für die meisten Tänzer sehr bergab geht. Und nicht nur jetzt körperlich natürlich, sondern du musst dir da bedenken, wenn du dich verletzt, du brauchst einfach viel länger, bis das regeneriert. Du bist vielleicht dann immer so fit, was das ganze Herumreisen angeht und sowas. Das ist einfach auch was, das wo wahnsinnig auf die Substanz geht und das willst du vielleicht irgendwann nicht mehr. Dann kommt natürlich auch noch so ein Punkt dazu, wenn du dann mal 30 bist und du siehst, was andere Leute mit 30 haben oder machen oder wo die schon sind in ihrem Leben und du bist immer nur in dem Nomaden-Lifestyle unterwegs. Irgendwann, glaube ich, kommt halt heute mal der Punkt, wo du dann vielleicht einmal sesshaft werden willst. Also da spielen tatsächlich mehrere Faktoren, glaube ich, hinein und das muss dann auch jeder Tänzer selber für sich entscheiden, wann für ihn das Alter ist. Irgendwann, glaube ich, zieht man sich dann auch zurück, weil man dann einfach nicht mehr das ist, was man mal war. Und ich glaube, das ist so psychisch so ein Ding, dass du halt nicht mehr drankommst an die Leistung, die du früher hattest. Dass du dann einfach auch nicht mehr willst. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das bei mir sein wird und wie lange ich es machen werde und so. Natürlich musst du ja dann auch umschulen, du musst dann auch was anderes machen, weil du weißt, die meisten beginnen mit Ende 20 sich schon zu orientieren, was ich danach machen wollen und dementsprechend löst du dich ja dann schon ein bisschen von dem Ganzen. Ja. Mein größter Erfolg, meine Ziele. Ich hatte unglaublich tolle Jobs und egal wie groß die Hallen waren oder wie fancy die Sachen waren, ich habe alle genossen auf ihre eigene Art und Weise. Ich hatte wunderschöne Momente in den kleinsten Hallen mit super wenig Publikum und ich hatte gigantische Momente in den riesigen Hallen mit Stars und allem Möglichen. Für mich ist ein riesiger Erfolg gewesen und immer noch, dass ich von dem leben kann, was ich so gerne tue, dass ich das geschafft habe und dass ich finanziell auf eigenen Beinen stehe dadurch.
das ist mein größter Erfolg. Und meine Ziele sind genau das, dass das weiterhin so geht. Und wenn der ganze Kack mit dem C-Wort vorbei ist, dass es dann für mich wieder weitergeht. Und das wäre mein Ziel. Wann hast du beschlossen, Tanzen beruflich zu machen? Meine Eltern sind Friseurmeister, beide, aber mein Vater ist auch noch Hornist, also Orchestermusiker. Und meine Mutter hat auch oft für Opern und sowas Maske gemacht und frisiert. Und ich war da heute oft da dabei bei den Proben. Bin mit Musik und Kunst und Theater quasi groß geworden. Also nicht mit Tanz, aber mit dem Theaterkonstrukt und dem Künstlerleben auch ein bisschen. Und es war immer der Punkt in meinem Leben, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Ich war super gut in der Schule und so und ich wurde weder gemobbt noch sonst irgendwas. Also ich bin eigentlich ganz gut eingegliedert gewesen in allen sozialen Dingen, was man heute so macht. Aber ich habe mich nie wirklich angekommen gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, da kehre ich hin, da fühle ich mich wohl. Und im Theater, bei diesen crazy Menschen mit ihrem crazy Lifestyle und alle haben einen Schuss und sind so irre und laut und Dings. Und es war für mich so, ich möchte es für immer haben. Und wie ich dann das Tanzen gefunden habe durch Zufall, war ich auch einmal ein Teil von dem Ganzen in einem Ding, was mich so erfüllt hat, was ich nie in meinem Leben so gespürt habe wie Tanzen. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich so für was geschaffen war. Es fiel mir so leicht und das, was mir schwer fiel, war für mich überhaupt kein Problem, da all meine Energie reinzustecken, um es besser zu machen. Das war keine Überwindung. Das war nicht so, boah, ich möchte daran nicht arbeiten oder so. Sonst ich habe mich eingebissen und es war das Geilste für mich. Und das wusste ich dann schon nach einigen Momenten im Tanzen. Und ich wusste, ich will das. Und ich kann nicht ohne. Wie war das Studium? Oh man, darüber könnte man ja ein gesamtes Video machen. Es war die ärgste Zeit meines Lebens. Es war die anstrengendste Zeit meines Lebens. Ich dachte zeitweise, ich werde nie wieder munter. Ich war so müde wie noch nie in meinem Leben. Und das 4 Jahre durch. Ich war fertig mit meinen Nerven. Ich war done. Also ohne Schmarrn, das Studium war so anstrengend. Ah, mentally, also meine Psyche war zum Teil am Ende. Ich habe super gestruggelt mit allem Möglichen. Ich habe alle Stadien durchgemacht, dass ich meine Lehrer angebetet habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich direkt dagegen gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, sie wollen mir meine Persönlichkeit nehmen, was ich jetzt so im Nachhinein, wollten sie das nicht, aber ich habe das so empfunden damals. Und ich hatte ur den Struggle mit mir selbst und mit dem, was sie sehen und was ich sehe und mit dem Konkurrenzdruck und mit allem und mit meiner Leistung, die einfach nie da war, wo ich sie haben wollte. Für mich war es so anstrengend, aber die lehrreichsten Jahre meines Lebens. Also ich würde niemals möchte die eine Sekunde davon missen. Obwohl ich damals so froh war, wie das Studium vorbei war, bin ich jetzt so, dass ich es fast bereue, dass ich nicht noch mehr mitgenommen habe. Ich habe zum Teil das Gefühl gehabt, dass ich so gestruggelt und gekämpft habe mit mir selber, dass ich zum Teil nicht 100% mitnehmen konnte von dem Studium. Jetzt im Nachhinein würde ich es gerne noch mehr machen und noch mehr mitnehmen. Es war eine heavy Zeit, ohne Schmarrn. Diese 4 Jahre haben mein Leben verändert und mich. Ich habe mich 180 Grad gedreht als Persönlichkeit und alles. Für mich war das Studium die geilste Zeit ever. Ich meine, die Zeit danach war genauso geil, aber das Studium war echt prägend und ich würde es jederzeit wieder machen. Vorbereitung auf den Studienplatz. Gibt das sowas auch in Deutschland? Ja, es gibt in Deutschland einige Studien, wo man klassischen und zeitgenössischen Tanz studieren kann, was ich studiert habe. Palooka-Schule Dresden zum Beispiel oder Folkwang oder die Musikhochschule in Köln oder in Frankfurt gibt's was. Ihr könnt einfach zeitgenössischen und klassischen Tanzstudiengang oder sowas googeln, dann kennt man eigentlich die ganzen Schulen. Die meisten Studien dauern 3 bis 4 Jahre und haben eben einen Bachelorabschluss. Es ist halt so, du tanzt halt davor. Und es steht aber auf diesen ganzen Seiten von den einzelnen Schulen, steht da genau, was man quasi vorbereiten muss für die Aufnahmeprüfung und was auch geprüft wird in der Aufnahmeprüfung. Was zum Teil ein bisschen unterschiedlich ist, aber es gibt auf jeden Fall meistens eine Ballettrunde, eine zeitgenössische Runde, meistens eine Improvisationsrunde. Eventuell gibt es dann bei manchen Schulen gibt's dann so einen musikalischen Test noch, manchmal gibt es einen anatomischen Test noch, manchmal gibt es dann nur so eine Interview-Situation, manchmal gibt es, dass du nur ein Solo zeigst und es ist in Runden meistens aufgegliedert, wo dann immer nach einer Runde fliehen wieder Leute und du rückst dann wieder vor.
Ihr könnt euch auch darauf einstellen, dass so eine Aufnahmeprüfung mehrere Tage dauert. Und prinzipiell würde ich jedem empfehlen, wenn ihr euch für eine bestimmte Uni interessiert, dass ihr vor der Aufnahmeprüfung da mal hinschreibt und fragt, ob ihr mal schnuppern gehen könnt. Ich habe übrigens 5 Aufnahmeprüfungen gemacht und habe davon 4 Absagen bekommen und nur eine Zusage. Deswegen ist es Wien geworden. Aber wie schon gesagt, ich wollte auch nach Wien. Also das hat gut gepasst für mich. Und hätte das alles nicht funktioniert, hätte ich ein Tourismus-Kolleg gemacht oder Deutsch und Sport auf Lehramt studiert. Wie laufen Auditions ab? Passend. Ist es schwer, einen Job zu bekommen? Also es gibt sowieso diverse Arten, Jobs zu bekommen. Das habe ich euch eh schon erzählt. Aber natürlich kannst du auch ganz, ganz standardmäßig oldschool, kannst du dich auch bewerben. Bei den meisten Auditions ist es ja so, dass die dann Vorauswahl treffen und dann quasi hast du die eigentliche Audition. Es gibt manchmal Open Auditions, da kannst du einfach hinfahren. Open Auditions würde ich persönlich nicht mehr machen. War bei Open Auditions, da wo quasi 300 Leute da waren und sie haben quasi in der ersten Runde nach 2 Sekunden gecuttet, einfach nur wie du ausgeschaut hast. Und dann gibt es natürlich noch Private Auditions. Das ist halt dann auch so, wenn du eben das zum Beispiel mitkriegst, dass sie da einen Job suchen und du schreibst halt dann quasi initiativ hin und sagst, hey, ich habe das gehört und so. Und dann gibt es, dass sie sich zum Beispiel zum Training einladen, also dass du einfach kommst und du trainierst mit den Tänzern von dort mit. Und sie schauen einfach, hey, wie passt du in die Gruppe, wie ist deine Technik, bla bla bla. Das gibt es natürlich auch. Wenn du aber auf normalen Audition bist, ist es so bei, ich meine, das kommt wieder auf Stück drauf an. Weil natürlich, wenn du jetzt für Musical-Tänzer, es gibt auch in Musicals nur Tanzrollen, wenn du für sowas vortanzt, da startet das meistens gleich mit einer Choreografie, die du lernst, aus dem Musical meistens. Aber für die meisten Tanz-Auditions, also rein tänzerisch, egal ob jetzt in Oper, Operette oder in zeitgenössischen Produktionen, startet es meistens mit einer Ballettstange tatsächlich. Und dann gibt es Choreo zum Lernen, tanzt du das dann in Gruppen vor und dann wird nochmal aussortiert und so. Ja, also jede Audition läuft ein bisschen anders ab, aber etwa in dem Dreh ist es dann so. Und du musst generell mit Absagen die ganze Zeit rechnen. Also ich habe definitiv mehr Absagen in meinem Leben bekommen wie Zusagen. Wie läuft ein Stück ab, Vorbereitungen etc. bis zur Vorstellung? Das habe ich eigentlich ganz gut beantwortet in meinem Tänzer-Vlog, den verlinke ich euch da oben, weil da habe ich auch nochmal vorgestellt, wie lange die einzelnen Produktionen immer dauern und bla und bla und bla und wie es ausschaut, das könnt ihr da oben nachschauen. Oh, wir sind almost done! Genau, und die Frage nach, was mache ich danach? Keine Ahnung. Weiß nicht, das ist meine ganz ehrliche Antwort. Ich weiß es noch nicht. Tatsächlich habe ich mein ganzes Leben lang so gelebt, dass ich relativ spontan in mein Leben reinlebe. Ich bin schon fasziniert von mir, wenn ich die nächsten 7 Monate geplant habe, sag ich jetzt mal. Für mich war immer so Pi mal Daumen okay, wenn ich die nächsten 3 Monate wusste, was ich mache. Und das mag vielleicht für viele wahnsinnig schockierend sein und angsteinflößend und so, aber für mich ist es tatsächlich sehr angenehm, weil ich habe halt wirklich nur das vor Augen, was gerade präsent ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dann schon was finden werde. Oh Gott, das sind wahrscheinlich jetzt gerade so viele Leute schockiert, so, dass ich einfach nicht ready bin. Ich bin nicht vorbereitet auf meine nach 30er. Ist egal, mir fällt was ein. Also ich habe wirklich das Gefühl, es wird sich alles fügen. Ja, und jetzt hätte ich fast die allerwichtigste Frage vergessen. Sau viele Leute haben gefragt, warum krempeln Tänzer immer ein Hosenbein hoch, weil du hast immer ein gutes Bein und ein schlechtes Bein und mein Bein ist das rechte Bein, also das rechte Bein ist definitiv besser, die ganze Fußlinie ist besser, es geht höher, der Fuß ist einfach schöner, das Bein ist schöner, will heißen, ich möchte hier einen Fokus ziehen auf mein rechtes Bein, dementsprechend kremple ich die Hosenbeine von meinem rechten Bein hoch, damit man das besser sieht und das linke Bein, was dagegen abstinkt, da ist das Hosenbein lang und so und dann sieht man das nicht so ganz genau. Das ist ganz praktisch bei Auditions vor allem, damit die Choreograf und Ballettmeister vor allem auf dein schönes Bein schauen, obwohl sie eigentlich genau wissen, dass sie, ja, wurscht. Und aber natürlich auch für mich selber, wenn ich mich im Spiegel anschaue, was du ja als Tänzer konstant tust quasi die ganze Zeit, möchte ich einfach, dass das hübsch ausschaut. Und mein rechtes Bein schaut dann einfach so viel besser aus wie das linke und deswegen kremple ich. Und die meisten, die ich kenne, aus diesem Grund das Hosenbein hoch. So, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen bei meinem talkative Video hier. Aber ja, wir sehen uns Sonntag mit einem neuen Näh-Tutorial. Falls ihr noch unbeantwortete Fragen habt, lasst es mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen. Und ich hoffe aber, dass vieles jetzt ein bisschen klarer wurde. Und ja.